Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3! Was für Action in der Stimme. Es geht weiter mit Swankys Show und wir wollen uns Cranky Kong mal wieder zeigen. Ich nehme diesmal 60 Sekunden. Also wer zuerst loost, der hat geloost und deswegen... Ja, das will ich nochmal. Ich habe mich nicht gut geschlagen beim letzten Mal und jetzt will ich Cranky. Ha! Vom Regen rente! Für dich reicht es noch allemal! Mhm. Werden wir mal sehen. Wow, das war so knapp. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Und Cranky ist so gut im Spiel. Ich meine, er macht jetzt seit Jahren nichts anderes, als hier zu üben für dieses Spiel. Schade, dass er wirklich keinen eigenen Part mehr hat, sozusagen. Ich hätte ihn gerne mal wieder öfter gesprochen. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn cool. Schon bevor ich mein allererstes Donkey Kong Country Let's Play gestartet hatte, wusste ich, das ist die Kultfigur schlechthin. Noch schlage ich mich gut. Alter Mann. Nein! Nein! Komm wieder, wenn du noch mehr Nachhilfe willst! Ja, krieg ich was? Niemand verlässt mir eine Show mit leeren Händen. Niemals kleinen Brot und ein paar leckere Bananen mit. Da freue ich mich total. Und wir gehen jetzt zum nächsten Level. Das ist die. Es ist die rege Säge. Ein Stresslevel. Der ganze Wald wird abgeholzt, sozusagen, und zwar von unten. Wer kommt auf so eine Idee? Naja gut, es geht beständig nach oben und wer unten hinläuft, der hat geloost. Und wir müssen halt nicht nur die Bonus-Level, die wahrscheinlich sehr schwer versteckt sind, finden, sondern auch das Ganze noch auf Zeit und schön schnell und so, bla bla, ne? Ich mag diese vierte Welt bislang überhaupt nicht. Ohne jetzt zu wissen, wo etwas kommt, hoffe ich, dass noch nichts... Ja, es könnte überall ein Bonuslevel sein. Wie soll ich denn das rauskriegen, Mann? Ah, ein Fass. Nehmen wir das so lang? Oh, ist ja einfach. Das ist ja einfach. Finde die Münze. Wow. Wow. Ey, Mann, übertreib's doch nicht mit deiner Säge da. Ey, wie schnell. Ja, sonst habt ihr keine Sorgen, oder was? So eine dämliche Säge. Oh, jetzt wollte ich das Fass haben. Okay. Okay, wenn es in dem Rahmen liegt, dann hoffe ich, es ist noch ertragbar, die Bonus-Level zu finden in diesem Zeitdruck, in diesem Rahmen. In diesem Zeitfenster. War das Checkpoint? Höchstwahrscheinlich. Und bitter nötig. Du Ratte, du. Du miese kleine Ratte. Okay, eine fette Ratte war es. Hier ist bestimmt was. Nein, hier ist nichts. Oh, dämlich. Ja. Das ist nur Banane. Banane. Beeilung, Kongs. Kongstar. Du willst es, du kriegst es. Aber ich sollte damit aufhören. Ich verstehe. Was ein Stresslevel. Das macht mein armes altes Herz nicht mehr bald mit. Mein armes altes Herz. Ach Gottchen. Nee, Cranky ist ja super drauf, ne? Ich finde es so genial, dass Cranky Kong mit den Jahren immer aktiver wird. In Teil 1 war er halb tot. Nein, oh, da müssen wir durch und das werden wir jetzt tun. Ey, ist ja ein Fass? Wo kommt das her? Egal, irgendwie habe ich es geschafft. Teil 1 ist er halb tot und kann sich gerade noch so auf dem Rollstuhl halten. Ah, wir sind unbesiegbar. Wie dumm. Aber okay, die Idee ist geil. Nicht dumm, nicht dumm. Geil. Okay, möglichst alle einsammeln, bitte, bevor ich weiter rede. Ja, nein! Eine ausgelassen. Komm, nächste! Wo wartet ihr? Wir müssen bestimmt alle kriegen. Ach, das klappt schon mal gar nicht. Eine noch. Ey, oh, die war da oben. Ich hätte da bleiben können. Und jetzt ist der Zug abgefahren, ne? Na dann nochmal. Verdammter Mist. Ich kann so eine Krise kriegen. Ich habe dieses Fass gar nicht gesehen. Warum steht da Metallfass? Und wo ist eigentlich, apropos Metallfass? Metall? Blech. Wo ist... Oh, ich hab dich...
Aggression. Hey, scheiß Welt. Der Endgegner ist auch so beschissen. Da kommt noch eine Fabrikwelt, die blöd ist. Ja, bezüglich mein armes altes Herz und Cranky Kong. Ja, in Teil 1 ist er halb tot und kann sich gerade so auf seinen Schaukelstuhl halten. In Teil 2 gibt er dann wieder Tipps in sein Museum, okay. In Teil 3 ist er dann wieder aktiv und macht Rentnersport, wie wir gesehen haben. Und in Donkey Kong 64 hat er sein Laboratorium wieder ausgegraben. Und mixt uns Tränke. Also er wird immer aktiver von Teil zu Teil. Nicht älter, der wird immer jünger. Bin ich mal gespannt, was der... Achso, am Ende von Teil 3 macht er auch was Schönes, Tolles. War das Cranky Kong? Ich schätze schon. Ja, ja, klar, das war Cranky... egal, dann machen wir es halt anders. Oh, so. Gott sei Dank. Jetzt zusammenreißen. Ihr werdet sehen, am Ende von Cranky Kong... Ach, Cranky Kong. Donkey Kong Country 3. Meine Fresse. Ich reiß dich zusammen jetzt. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil die Säge halt auch nach links und nach rechts und das verändert unsere Laufrichtung ein wenig. Ah, hier zum Beispiel. Okay, aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir, nein. Wow. Oh. Also unverwundbar sind wir lang genug, aber die Zeit an sich ist halt so dämlich, ne? Wo ist eigentlich Dixie? Wo treibt sie sich schon wieder rum? Ich hätte gerne einen Donkey Kong fast, bitte. Toll. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin unverwundbar. Hoffentlich lang genug. Was für ein Kram. Oh. Ha. Oh, Gott sei Dank. Bin ich aber heilfroh. Na gut. Hiss die Flagge, kleiner Mann. Gott sei Dank haben wir auch hier alles. Wir gehen mal zu Winky Kong, um zu gucken, wie viele Bananenvögel wir bereits haben. Das sind so einige. Hier geht schon der Punk ab. Die pennt ja immer, hey. Immer wenn ich speichern gehen will, pennt die. 44%, das ist mir echt zu wenig. Egal. Die pennt immer. Was ist das denn? Ich will mal... Psst, gibt's nicht. Die labert manchmal so coolen Scheiß. Furioses Flintenfeuer. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Nein, es ist nicht das, was ich denke. Es ist dieser kleine Kerl mit der Mega-Bazooka. Hoffentlich können wir das noch rechtzeitig lösen. Das ist schwierig, es ist schwierig. Der Level ist nicht ohne. Hier ist nichts Besonderes, ich wollte nur gucken, ob da was ist. Wahrscheinlich werden wir da runterfallen gleich. Au, das war schon mal ganz uncool. Spinne! Hä? Wie kommt's? Ich will dieses Fass behalten. Wozu? Wozu ist hier so ein blödes Fass? Nein! Wie dumm kann man sein? Das ist die Spinne! Oh, das... Ja, jetzt geht er weg. Das ist so klar, das ist so klar. Es ist so klar, das ist so klar, das ist so klar. Leute! Wir machen einen verdammt kurzen Part, weil ich habe jetzt, leider, jetzt im Moment der Aufnahme, etwas zu tun und muss jetzt leider abbrechen. Davon abgesehen hätten wir diesen Level in diesem Part eh nicht geschafft. 15 Minuten. Da darf ich mich euch mal strecken. Okay, Leute, bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao!